Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, das Wasser nehme ich dann gleich in Anspruch. Vielen Dank, sehr geehrter Kollege. Ja, naja. Wahrheit und Transparenz, das sollten die Grundpfeiler jeder Haushaltspolitik sein und es sind die Leitlinien grüner Haushaltspolitik. In Bayern wachsen die Berge der verdeckten Verschuldung. Wir wollen das anders machen. Wir sorgen vor für die Beamten mit dem Versorgungsfonds, für die Straßen mit Unterhalt statt mit Neubau und ehrlichen Ansätzen im Bauunterhalt. Haushaltspolitik muss Prioritäten setzen, klare Prioritäten setzen und zu deren Gunsten umschichten und auch mal was streichen. Unser Haushalt, ein grüner Haushalt, ist nachhaltig und gerecht. Das heißt, wir setzen zum Beispiel auf die Bildung und auch zu Lasten des Landeserziehungsgeldes. Das schichten wir um. Ehrlichkeit. Klare Prioritäten setzen, zu deren Gunsten eben umschichten. Das ist unser Haushalt. Bei Ihnen dagegen Fehlanzeige. Bei Ihnen, sehr geehrte Staatsregierung, dagegen verkommt auch die Haushaltspolitik immer mehr zur Show. Und es gibt eine Show-Einlage nach der anderen. Nehmen wir die Regierungserklärung, jetzt ist er nicht mehr da, vom Ministerpräsidenten Seehofer vom November. Ich glaube, wir hatten die Debatte verschoben, weil er gerne dabei sein wollte, aber gut. Da hieß es in seiner Regierungserklärung vom Ministerpräsidenten ganz groß, Inklusion, die große offensive Inklusion ist angekündigt, versprochen worden hier in diesem Hohen Haus. In diesem Nachtragshaushalt ist kein Cent davon zu finden. Und gleichzeitig schlummern 373 Millionen Euro Haushaltsreste, die unter anderem für den Ausbau barrierefreier Bahnhöfe vorgesehen sind. Haushaltsreste. Machen Sie endlich was mit diesem Geld. Das würde uns und den behinderten Menschen in Bayern schon um einiges weiterbringen. Bitte schön, machen Sie was damit. Weiter hieß es in der Regierungserklärung, es gibt einen Personalstopp und ab jetzt herrscht Ausgabedisziplin. Reine Makulatur. Mit diesem Nachtragshaushalt ist das Gegenteil von der Staatsregierung vorgelegt worden, das pure Gegenteil. Im Vergleich in anderen Bundesländern steigt der, Westbundesländern steigt der Haushalt im Schnitt um 5 Jahren um 14%. Bei uns in Bayern sind es mit diesem Nachtragshaushalt 31 Prozentpunkte. Angesichts dieser Zahlen fragt man sich, was sind Seehofers Regierungserklärungen dann eigentlich noch wert? Also bei Aussagen des Ministerpräsidenten sind wir es ja gewohnt, dass sie sich schnell, sehr schnell ändern. Aber hier spreche ich von einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Also die Rede, in der der Ministerpräsident sich und seine Ziele für diese neue Legislatur erklärt, die erste, die er nach der Landtagswahl hier im Hohen Haus gehalten hat. Nichts. Fehlanzeige. Solide Haushaltspolitik. Fehlanzeige. Markus Söder, dass sein Metier hauptsächlich die Inszenierung ist, ist ja offensichtlich. Die Homepage des Finanzministeriums hat sich gewandelt in eine Söder-Bildgalerie. Söder mit einem Riesenschlüssel hier, Söder mit einem Bauhelm da. Wenn er damit sein Geltungsbedürfnis nur ausleben würde, okay. Aber wenn es dann solche Formen annimmt, wie kurz vor der Wahl, und zwar egal ob Landes- oder Kommunalwahl, dann tritt der Finanzminister hier das Recht des Hohen Hauses, nämlich das Budgetrecht, unser Recht mit den Füßen. Um es einmal klar und deutlich zu sagen, auch ich will, dass die Festung Marienberg in Würzburg renoviert wird und dieses einmalige, wirklich sehr wichtige Denkmal eben nicht verkommt. Aber einmal vor der Landtagswahl, dann noch mal kurz vor der Kommunalwahl zu verkünden, dass die Festung mit 100 Millionen Euro renoviert wird, und jetzt hat es der Ministerpräsident auch noch mal verkündet, frage ich mich, sind es jetzt 100 oder sind es 300 Millionen Euro, nachdem es dreimal verkündet wurde? Also auf jeden Fall ist es wirklich, ist es tatsächlich so, dass wir hier das Budget, das habe ich leider nicht verstanden, aber es macht auch nicht, das Hoheitsrecht ist das Königsrecht, ist das dir dieses Parlaments. Und dieses Verkünden von Geldern hat nichts mit seriöser Haushaltspolitik zu tun. Es ist nicht Ihr Privatgeld, Herr Dr. Söder. Und wir, das Parlament, müssen Ihnen das Geld bewilligen, wenn irgendwo das Geld der Steuerzahler ausgegeben werden soll. Gleiches Spiel in Nürnberg.
Abgesehen von allen vollzogenen Taten, wie zum Beispiel auch die unsinnige Verlagerung von Teilen der Lottoverwaltung und damit abgesehen vom Versuch für Nürnberg und die örtlichen Kandidaten, also auch sich selbst zu punkten, gab es ganz kurz vor der Kommunalwahl noch mal eins obendrauf. 10 Millionen Euro für das Jugendstil-Schwimmbad in Nürnberg. Das gibt's. Also die 10 Millionen Euro, wenn der Oberbürgermeister Brehm heißt und von der CSU ist. Und eventuell sogar dann, wenn es der Dr. Mali bleibt. Aber bei Mali nur, wenn er auch schön artig ist. So stand es zumindest in der dpa-Meldung. Herr Dr. Söder, was ist denn das für ein Politikverständnis? Geld zu versprechen, das Ihnen nicht gehört. Das ist natürlich das Leichteste. Jetzt hat die dpa es wieder falsch gemeldet, aber es kam ja nichts, was es berichtigt hat. Geld zu versprechen, das Ihnen nicht gehört, über das Sie nach einfachsten Politikregeln, nämlich die der Gewaltenteilung, gar nicht verfügen dürfen. Und das dann auch noch 4 Tage vor der Kommunalwahl mit dem örtlichen CSU-Kandidaten auf einer Pressekonferenz zu vermischen. Die Quittung dafür haben Sie vor Ort bekommen. Die einzige Priorität, die Sie setzen, liegt in Ihrer Selbstdarstellung. Das wird besonders deutlich, wenn man sich anschaut, wie viele Jahre das Thema Neubau des Finanzamts München verschleppt wurde. Und zwar von der Staatsregierung verschleppt wurde. Mit allen möglichen Tricks wurde hier gearbeitet. Die Anmietung in München sei billiger, hieß es da zum Beispiel. Dass ich nicht lache. Einen Tipp gebe ich Ihnen da. Lassen wir die Bewertungsstelle des Finanzamtes München in München und versetzen Sie sie nicht nach Höchstädt an der Donau. Das ist zum einen sicher billiger. Die 18 Millionen Euro, die der Neubau dort kosten soll, kann man sich sparen. Und zum anderen, da bin ich mir sicher, hätten Ihnen die Beamten und Beamtinnen der Bewertungsstelle gleich etwas über die Preise und den Markt in München sagen können. Da hätte man nicht erst 2 Wirtschaftlichkeitsberechnungen gebraucht, die Ihnen erzählen, dass Anmieten in München nicht billiger ist auf Dauer. Doch statt eigene Immobilien zu nutzen, mietet man jetzt auch in anderen Städten an. Die neue, prestigeträchtige Außenstelle des neu geschaffenen Heimatministers in Nürnberg. Diese Außenstelle wurde dagegen in ein paar Wochen realisiert, ohne Genehmigung des Haushaltsausschusses. Da geht es auf einmal ganz schnell. Aber offensichtlich fehlt der Staatsregierung einfach der politische Wille, die Finanzverwaltung von unten zu stärken, statt lediglich oben zu repräsentieren. Und das ist nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein inhaltliches Armutszeugnis. Ein Blick in den Nachtragshaushalt zeigt uns, wie viel dieser Part der Söder-Show mal wieder den Steuerzahler kostet. 3 Millionen Euro, Reisekosten, Sicherheitsumrüstung und so weiter. Und da ist noch nicht mal die Miete dabei für das Gebäude. Die kommt noch obendrauf mit dann 80.000 Euro pro Monat. Als ich letztens einem CSU-Basismitglied davon erzählt habe, wie viel die Filiale des Heimatministeriums in Nürnberg allein an Miete kostet, da hat er mich ganz ernsthaft und ganz erstaunt gefragt, ob sowas, also so eine Entscheidung, nicht vorher in den Haushaltsausschuss muss. Und ich finde, die Frage ist mehr als berechtigt. Gesetzlich muss zwar nur ein Ankauf ab 2 Millionen Euro vom Ausschuss genehmigt werden, es ist aber absehbar, wann diese Mietgeschichte 2 Millionen Euro kostet. Und apropos Finanzverwaltung von unten stärken, vergleichbaren Druck wie bei den Lehrerstellen können die Beamtinnen und Beamten der Steuerverwaltung natürlich nicht aufbauen, selbst in Zeiten von Hoeneß nicht. Denn mit ihrem Beruf verbindet man fördergründig erstmal nicht so etwas Positives wie weniger Freistunden in der Schule, kleinere Klassen, letztendlich die Hoffnung, dass unsere Kinder weniger Druck in und durch die Schule verspüren. Aber mehr Menschen in der Steuerverwaltung bringen uns mehr Geld. So schlicht ist das. Und auf geht's, liebe CSU. Zumindest das Versprechen einhalten. Mehr fordern wir für diesen Nachtragshaushalt gar nicht. Zumindest das Versprechen einhalten, dass die Stellen, die durch den Wegfall der Kfz-Bearbeitung frei werden, der Steuerverwaltung zugutekommen. Bayern will doch immer Spitze sein. In allem den ersten Platz einnehmen. Also bitte schön, tun Sie es. Und stimmen Sie unseren Anträgen zu, die sind realistisch und kosten nichts, sondern bringen Geld.
Und ganz nebenbei, da haben wir noch ein erfreuliches Nebenprodukt. Mehr Prüfungen, mehr Fahndungen ist gleich größere Steuergerechtigkeit. Denn das ist Ihnen wohl ganz aus dem Blick gerutscht. Man spart bei der Steuerverwaltung mit Absicht Personal. Anders als mit Absicht kann ich das nicht sagen, denn wie schon so oft an dieser Stelle erwähnt, hat meine Vorvorgängerin Emma Kellner das immer wieder angemahnt. Bayern hat viel zu wenig Menschen in der Steuerverwaltung. Und übrigens nicht nur Emma Kellner, meine Parteikollegin, hat das angemahnt, sondern auch der oberste Bayerische Rechnungshof widmet diesem sehr unrühmlichen Thema, nämlich den absolut abgeschlagenen letzten Platz, den Bayern in der Steuerverwaltung einnimmt, immer wieder eigene Kapitel. 20% Fehlbestand in der Steuerverwaltung etwas. Tun Sie was dagegen und schaffen Sie Stellen in der Steuerverwaltung. Denn was soll der Bürger, die Bürgerin sagen, deren Steuern als Arbeitnehmer werden einfach abgezogen, Monat für Monat. Ein Kleinbetrieb hingegen kann in Bayern damit rechnen, dass er nur alle 47 Jahre geprüft wird. Das sind die neuesten Zahlen. Und die neuesten Zahlen haben sich nochmal verschlechtert von 41 alle 41 Jahre auf alle 47 Jahren. Die Unterbesetzung in der Steuerverwaltung sei Absicht und damit locke man Betriebe und reiche Menschen nach Bayern. Dieses Zitat wird immer wieder dem früheren Finanzminister Professor Faltlhauser zugeschrieben. Ich weiß, das ist nicht so, es stimmt nicht, aber es hat ein CSU-Politiker eben ohne Amt in der Staatsregierung gesagt. Aber wir wollen Steuergerechtigkeit. Denn was für den Arbeitnehmer gilt, muss auch für den Betrieb gelten. Und wir wollen vor allem solide Einnahmen. Wir brauchen diese Einnahmen. Wir brauchen die Einnahmen für unsere Kinder, für eine gute Schule, für eine bessere Infrastruktur, die endlich Menschen, egal wo in Bayern, mit einem schnelleren Netz versorgt. Wir brauchen die Einnahmen für mehr Klimaschutz. Wir brauchen diese Einnahmen, um die vollmundigen Ankündigungen in Sachen Inklusion, also der Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung, endlich auch mit Geld zu unterfüttern. Durch die Mangelbesetzung in der Steuerverwaltung gehen uns jährlich dreistellige Millionenbeträge verloren. Wir wollen das nicht. Apropos, wir können ja heilfroh sein, dass in Berlin niemand wirklich auf den bayerischen Finanzminister hört. Denn das wäre uns, wenn er sich mit seinen Ideen durchgesetzt hätte, noch einmal richtig heftig an die Einnahmen gegangen. Abschaffung der Erbschaftssteuer. Das wollte Herr Söder. Schauen wir uns mal den Nachtragshaushalt an. Also diesen, den zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2014. Da gab es 150 Millionen Euro mehr an Erbschaftssteuern. Das sind 10% mehr in diesem Bereich. Und stellen wir uns vor, diese 150 Millionen Euro hätte es nicht gegeben, dann wäre das Finanzierungssaldo, also die Lücke zwischen den Einnahmen und den Ausgaben, um weitere 150 Millionen Euro auf 900 Millionen Euro hätte das betragen. Nochmal anders ausgedrückt, die Steuern sprudeln, die Einnahmen steigen nochmal und die angeblich so finanzkompetente CSU kommt mit dem Geld nicht aus. Seriöse, nachhaltige Haushaltspolitik geht anders. Nachhaltige Haushaltspolitik braucht vor allem zwei Dinge. Genügend Vorsorge und solide Einnahmen. Und da können wir wirklich gemeinsam noch mal froh sein, dass Finanzminister Söder sich auch sonst nicht weiter durchgesetzt hat in Berlin. Das heißt, es gibt, anders als vor der Wahl angekündigt, keine Regionalisierung der Einkommensteuer, die Bayern dann eben absenken will und absenken würde. Wenn sich Herr Dr. Söder durchgesetzt hätte, dann wären Ende 2015 trotz der sprudelnden Steuereinnahmen die Rücklagen vollends aufgebraucht. Apropos Rücklagen, es ist schon ein besonders interessantes Wording, um es mal nett auszudrücken, wenn man davon spricht, dass die Rücklagen aufgestockt wurden, wenn sie im Jahr 2012, also bevor dieser Doppelhaushalt angefangen hat, 4 Milliarden Euro betragen haben und jetzt liegen sie eben laut den Aussagen des Finanzministers nur noch bei 3 Milliarden Euro, aber gleichzeitig spricht er immer von Aufstockung. Wenn ich in der Mathestunde wäre, dann würde ich fragen, was tatsächlich mehr oder weniger ist, weil dem Herrn Dr. Söder scheint es in dem Fall nicht ganz klar zu sein. Er spricht von Rücklagen aufstocken, wenn sie von 4 Milliarden Euro auf 3 Milliarden Euro schrumpfen. Vielleicht sollten ja beide Doktoren der Staatsregierung
Herr Dr. Söder und Herr Dr. Spähnle mal in die Mathestunde gehen. 3 Milliarden Euro sind weniger als 4 Milliarden, ganz einfach und ganz schlicht festgestellt. Und der Herr Dr. Spähnle weiß nicht, wie das jetzt noch mal war, genau ist mit den Lehrerstellen. Auch da noch mal ganz klar und schlicht festgestellt, Stellen mit einem KW-Vermerk, also mit dem Vermerk, dass sie zu einem bestimmten Datum wegfallen, sind keine neuen Stellen, sondern Stellen, die eben nicht wegfallen. Dann, wenn der KW-Vermerk gestrichen wird, wie es zum Glück jetzt passiert für diesen Nachtragshaushalt. Und lassen Sie uns noch mal ganz klar und deutlich festhalten, dass diese Stellen wegfallen, stand schon im Doppelhaushalt. Also das haben Sie, diejenigen, die noch da sind, von der CSU im Herbst 2012 hier beschlossen. Mein Kollege Thomas Gehring und ich haben damals schon dagegen gearbeitet und darauf hingewiesen, dass Sie sich damit nicht an den Koalitionsvertrag mit der FDP halten. Aber im Jahr 2014 sind ja Wahlen. Da rechnete man wohl schon nicht mehr mit der FDP hier. Stichwort Wahlen, wenn jetzt keine Kommunalwahlen gewesen wären, dann wäre der Doppelhaushalt auch in diesem Punkt genauso durchgezogen worden. Und man hätte den KW-Vermerk eben nicht gestrichen. Sprich, die Lehrerstellen wären eingezogen worden. Also können wir Eltern nur froh sein, dass es nach den Wahlen gleich noch mal Wahlen gab und der Druck entsprechend aufgebaut werden konnte. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen und auch in den Debatten vorher. Es ist das Königsrecht des Parlaments, der Haushalt, das Budgetrecht. Aber dass der Haushalt das Königsrecht des Parlaments ist, das hat diese Exekutive, diese Staatsregierung noch nicht ansatzweise erkannt. Doch ehrlich gesagt, es gehören ja auch immer zwei dazu, also auch diejenigen, denen das Recht genommen wird, sprich das Parlament. Und in dem Fall mehrheitlich die CSU-Fraktion. Wenn ein Finanzminister draußen herumrennt und hier 10 Millionen verspricht und da 100 Millionen verspricht, um billig Wahlkampf zu betreiben, aber niemand aus der Mehrheitsfraktion ihm einmal Einhalt gebietet, dann lässt man halt auch sich das Königsrecht nehmen. Königsrecht. Da gibt es wieder einen Posten im Einzelplan 13, also ein Teil des Budgets, das der Finanzminister verwaltet. Da steht auch in diesem Nachtragshaushalt wieder ein sogenanntes Spielgeld drin, mit dem dann die CSU-Fraktion eben noch mal besondere Maßnahmen fördern oder eben bezahlen kann. Und ich bin schon sehr gespannt, was Sie diesmal damit machen. Beim Doppelhaushalt haben Sie ja die unsägliche Kürzung der Behindertenhilfe etwas abgemildert, sprich für das Jahr 2013 zurückgenommen, aber für das Jahr 2014 nicht. Und ich finde, man sollte sich das noch mal vorstellen. Ein Haushalt beträgt knapp 47 Milliarden Euro. Und beim ersten Entwurf des geltenden Haushaltes war das jetzt so. Jetzt sind wir inzwischen bei 50 Milliarden. Und was macht die Staatsregierung? Damals die Sozialministerin Haderthauer kürzt ausgerechnet bei der Behindertenhilfe. Und dann in letzter Minute noch mal ganz viel Geld per Nachschublisten in den Haushalt von Seiten der Staatsregierung gesteckt wurde. Es reicht immer noch nicht. Die Kürzung der Behindertenhilfe ist immer noch nicht zurückgenommen worden, sondern das musste die Regierungsfraktion machen mit diesem sogenannten Spielgeld. Es ist ein Armutszeugnis. Es ist wirklich unglaublich, dass es nicht schafft, ein Volumen 50 Milliarden Euro Haushalt, 2 Millionen Kürzung bei der Behindertenhilfe zurückzunehmen. 30 Millionen Euro Spielgeld versus einem Volumen von fast 50 Milliarden Euro. Oder anders ausgedrückt, liebe CSU-Fraktion, Sie geben sich mit 30 Millionen zufrieden, obwohl Ihr Gestaltungsspielraum, Ihr Königsrecht es ist, über fast 50 Milliarden Euro zu verfügen. Machen Sie von diesem Recht Gebrauch. Und machen Sie mit uns den Haushalt endlich nachhaltiger und auch etwas generationengerechter zu machen. Lassen Sie die Spielchen der Minister nicht zu, bei denen es ja offenkundig vornehmlich darum geht, wer kann und wird mal Seehofer beerben. Keine Profilierung, keine Show mit Steuergeldern zu Lasten des Haushaltes. Wir als Haushälterinnen und Haushälter, wir als Parlament sind dazu aufgerufen, sparsam mit den Ressourcen umzugehen, die wir aus den Steuergeldern haben. Show und nochmal Show, es ist heute auch schon vom Kollegen Pohl angesprochen worden. Wie sieht es denn mit der Schuldentilgung aus? Bis 2030 ist Bayern schuldenfrei, ist mal als Slogan so vom Ministerpräsidenten ausgegeben worden. Und es ist immer noch ein dünner
ein ganz dünner Slogan, ohne Unterfütterung, ohne Tilgungsplan, alles Fehlanzeige. Schuldenfrei, 20 Milliarden Euro will man tilgen bis 2030, war da noch was? Ach, die Schulden von der Landesbank, die hat man tatsächlich vergessen, wenn man immer von der Schuldenfreiheit redet. Wie kann das eigentlich passieren, wo jetzt sogar, der Kollege Halbleib hat es auch schon angesprochen, der Ministerpräsident wieder vor neuen Risiken warnt, die durch die Landesbank entstehen können. Statt der geplanten Rückzahlung an die Staatskasse muss eventuell wieder Geld für die Landesbank aus dem Haushalt fließen. Mit dem Nachtragshaushalt kommt auf jeden Fall nicht das Geld wie geplant. Und das im zweiten Jahr nach dem Beschluss der EU-Kommission. Nun, schuldenfrei bis 2030 will man sein. Und was macht man? Ja, dieses Jahr werden 500 Millionen Euro Schulden getilgt. Doch gleichzeitig nimmt man über 750 Millionen aus der Rücklage, um die Lücke zwischen Einnahmen und den Ausgaben zu decken. Wie bitte? Also nochmal. Auf der einen Seite lasse ich mich feiern, mache daraus eine Show, dass ich Schulden tilge, 500 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite, da nehme ich 750 Millionen Euro aus der Rücklage, um die Lücke zwischen den Einnahmen und den Ausgaben zu schließen. Solide und nachhaltige Haushaltspolitik sieht anders aus. Ziel muss es sein, unser aller Ziel muss es sein, dass Ausgaben und Einnahmen deckungsgleich sind, gerade in diesen wirtschaftlich florierenden Zeiten. Mit diesem Haushalt wird auch zum ersten Mal der neue Zuschnitt der Ministerien abgebildet. Und hier ist doch auch einiges sehr Bedenkliches zu entdecken. Also bei der Haushaltsaufstellung wird innerhalb der Staatsregierung lange zwischen den Ministerien verhandelt. Der Finanzminister sollte dabei kontrollieren, der Wächter des Geldes, die Rolle des Kassenwarts haben, der das Geld zusammenhält und für eine sparsame Haushaltsführung sorgt. Doch was passiert hier? Der Heimatminister Söder will vom Finanzminister Söder Geld, und zwar recht viel. Es geht ja immerhin um die wichtige Aufgabe, wie endlich für gleichwertigere Verhältnisse in Bayern zu sorgen, endlich den Ausbau von Breitband voranzutreiben. Das wollen wir auch, den Ausbau von Breitband, und das haben wir auch schon lange gefordert. Doch was nicht geht, ist der Heimatminister verhandelt mit dem Finanzminister, und wenn die beiden sich geeinigt haben, dann freut sich der Bezirkschef Söder. Also die neue Ressortverteilung der Staatsregierung unterläuft das Prinzip, dass der Finanzminister der Wächter des Geldes ist. Neben der Schlösserverwaltung und der Vermessung, die ohnehin schon dem Finanzministerium zugeordnet sind, kommen jetzt noch die Landesentwicklung mit dem Breitbandausbau zu und die regionale Wirtschaftsförderung auch noch beim Finanzministerium. Anreize zu sparsamer Haushaltsführung sind damit obsolet. Und wie sieht es eigentlich mit den unvorhergesehenen Ausgaben im Haushaltsvollzug aus? Die kann sich dann eben auch der Heimatminister Söder eben vom Finanzminister Söder genehmigen lassen. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, die durch eine verstärkte Kontrolle, wirklich eine verstärkte Kontrolle durch das Parlament ausgeglichen werden sollte. Dabei setze ich auf das Prinzip Hoffnung, dass der Haushaltsausschuss seine Aufgabe ernst nimmt und nicht zu viel von Vertrauen im Ausschuss spricht, sondern die Aufgabe der Kontrolle ernst nimmt. Wenn man weiter durch die Einzelpläne, also die einzelnen Haushalte der Ministerien forstet, findet man noch weiteres recht Fragwürdiges. Das Wirtschaftsministerium ist ja inzwischen viel beschrieben worden in den Medien, ist ganz und gar kein Superministerium mehr, sondern ganz im Gegenteil, es wurde ausgehöhlt, wichtige Aufgaben wurden genommen, die Infrastruktur mit den Straßen sind ins Innenministerium abgewandert und die Landesentwicklung und regionale Wirtschaftsförderung in das Finanzministerium. Doch was passiert im Wirtschaftsministerium? Es leistet sich jetzt, nachdem wichtige Bereiche anderen zugeordnet wurden, zwei Amtschefs. Offiziell heißt einer Amtschef und der andere darf sich nur Ministerialdirektor nennen. Doch worauf es ankommt, ist die Besoldung und beide werden nach B9 bezahlt. Der eine hat 7 Abteilungen unter sich und der andere nur 3. Und von den 3 Abteilungen befasst sich eine mit Energiepolitik und die andere mit erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien haben offenbar nichts mit Energiepolitik zu tun. Was soll das? Das ist Geldverschwendung. Da können Sie sparen und tun Sie es auch endlich.
Die Steuern sprudeln, die Einnahmenseite sieht gut aus, das Volumen des Haushalts wächst und wächst. Doch der Haushalt ist weder nachhaltig, da nichts für die Vorsorge getan wird, nicht genug für Gebäudeunterhalt und vor allem auch wieder für die wichtigen Felder wie Klimaschutz nicht. Noch ist der Haushalt gerecht, Stichwort Behindertenhilfe oder Investitionen für alte Menschen, sieht das auch gleich null vor in dem Nachtragshaushalt. Noch ein Wort, Herr Finanzminister, zum Länderfinanzausgleich. Das klang heute schon wieder recht anders. Hier standen Sie, haben gesagt, wir klagen und wir sind stolz darauf. In der Zeitung war die Rede davon, dass wir alle zusammen bitte daran arbeiten sollen, dass sich der Länderfinanzausgleich ändert. Sehr gerne. Das haben wir auch hier schon jedes Mal betont. Wir wollen auch, dass der Länderfinanzausgleich geändert wird. Jetzt kann man sich vielleicht streiten, wer zuerst das hier gefordert hat, die SPD oder die Grünen mit einem Gutachten. Aber das lasse ich jetzt. Wir alle können an einem Strang ziehen. Aber erstens, dann müssen Sie die Klage zurückziehen, weil so verhandelt man nicht mit anderen Bundesländern, sondern auf gleicher Augenhöhe. Und zweitens, wenn Sie Ideen haben und wenn Sie Forderungen haben, dann bitte schön auf dem Boden des Grundgesetzes und eine Maximalforderung von einer Zahlung, die Sie hier einbringen und immer wieder fordern, die ist einfach keineswegs mit dem Grundgesetz vereinbar. Wir haben heute von Ihnen gehört, die Ratingagentur Moody ist uns wichtig. Da kann ich nur sagen, uns sind die Menschen wichtig, die Menschen und die Bürger. Und liebe Kollegen und Kolleginnen, ich habe eine Bitte für die anstehenden Beratungen im Ausschuss. Verschonen Sie mich und andere Kollegen im Ausschuss, denen an realen Zahlen gelegen ist, mit ihrer Mehr vom ausgeglichenen Haushalt. Mit einem Finanzierungssaldo, das in Zeiten von sprudelnden Steuern sogar noch zunimmt, ist kein Haushalt ausgeglichen. Lassen Sie uns im Ausschuss ordentliche und realistische Arbeit machen. Dankeschön.